Wir müssen uns was einfallen lassen. Die Energieversorgung wird teurer, aber kein Problem. 200 Milliarden wurden heute, Gott sei Dank, gefunden. Oh, bei Kanzler Olaf Scholz. Er hat in der Quarantäne die Wohnung aufgeräumt und da lagen sie. Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Saskia Esken muss es geahnt haben. Sie hat schon am Sonntag gesagt, Deutschland ist ein sehr reiches Land. Ja, sie hat das Haus offenbar schon länger nicht mehr verlassen. Zumindest nicht in Duisburg. Wir sind ein sehr reiches Land. Mein Gefühl ist eher, Saskia Esken wird der neue Erich Honecker. Und Deutschland wird immer mehr zur DDR. Staatswirtschaft, Preisdeckel und Politiker, die beteuern, dass wir reich sind. Wie sagt es Peter Sloterdijk so schön? In der Politik können die Esel mit Mehrheit beschließen, dass sie Pferde sind.